Hast du jetzt aktuell für den Stream Werbung gemacht? Ja. Oh. Ein bisschen Werbung muss doch erlaubt sein. Ich hatte nicht vor, dich zu verurteilen, deswegen. Siehst du mal, ich bin auch relativ diskret immer dabei. Das kann man ja von den meisten nicht behaupten. Ah, geht. Man muss halt gucken, wie man Werbung macht und was für moralische Ansprüche man beim Werbung machen noch an sich selber stellt. Von daher, ich sag mal, ich rede nicht über andere. Ein Zuschauer mehr ist besser als kein Zuschauer mehr, richtig. Zumal der Ocarina of Time 3D-Stream eh nur ein vorbereitender Teststream ist, um die Leute daran zu gewöhnen, dass ich öfter streame, weil ich ja noch andere Zelda-Spiele da habe. Oh, jetzt grenzen wir das Ganze aber ein. Jetzt grenzen wir das Ganze ein. Warum? So viele Ja. Zelda-Spiele gibt es ja in der Serie gar nicht. So viele Zelda-Spiele gibt es in der Zelda-Serie gar nicht. Und wenn man bedenkt, dass ich ein 3DS nutze, fallen ja eh nur noch drei Spiele. Da kommen ja eh nur noch drei Spiele in Frage. Nicht unbedingt. Aha. Download-Titel? Na. Download-Titel, so ein Schmarrn. Da gibt es noch drei Stück mindestens. Ne, vier Ja, ist sogar. ja gut. Ist ja gut. Und zwei davon musst du spielen. Ich habe Link Between Worlds hier und Spirit Tracks habe ich da und Phantom Hourglass will ich mir eventuell noch holen und das streamen, sodass ich alle spiele. Ja, MM3D will er auch streamen. Sobald es kommt. Es wird aber nicht mehr kommen. Ich hab's aufgegeben. Ach, Quatsch. Ich habe mit Majora's Mask 3D aufgegeben. Warum? Warum denn nicht? Nur weil's cool ist, oder was? Ja. Nur weil's cool ist. Ich finde es cool, Dinge aufzugeben. Dieser Korridor ist völlig verdreht. Einzige, womit Nintendo. Beziehungsweise was die Fans verzeihen würden, wenn Nintendo kein MM3D macht, wäre, wenn sie ein MM für die Wii U machen. Habe ich jetzt wirklich einen Schlüssel zu wenig? Seit wann passiert mir denn sowas hier? Schlüssel zu Seit wenig, du kann man ein das Stümper glauben? bist. Was ein Stümper ich bin. Welchen Schlüssel habe ich vergessen? Majora's Mask 4D? Ja, wer weiß. Was ein Stümper ich bin, Rico. Ja. Jetzt holst du auch Dunkler noch auf. Stümper. Mit Oculus Rift Unterstützung. Okay. Hymne der Zeit gespielt. Zelda mit Oculus Rift. Weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Nö. Noch recht vielen blödsinnig. Naja, insgesamt ist Oculus Rift eine ganz coole Sache, finde ich. Bei Horrorspielen kommt es ziemlich gut. Wusstest du, was ich ewig und 3 Tage über diese Wandskulptur das nicht wusste? Wenn sie lila werden, kannst du einfach stehen bleiben. Oh. So, der Ausgang ohne Teppich führt weiter. Der Ausgang rechts von hier führt weiter. Huch.
springe ich einfach in die Lava. Wie, du bist gestorben? Atsch. Das gehört zu Spirit. Rico ist gestorben. So ein Blödsinn. Also schlecht, wenn Zelda ist. Ich hab noch 2¼ Herz. Er ist gestorben. Und eine Fee habe ich übrigens auch. Er ist gestorben. Lügner. Ne, du lügst. So, hier den Schlüssel hatte ich vergessen. Aber da haben wir's. Haben wir's ja jetzt. Einmal schnell in den Untergrund abgetaucht und zack. Ich habe endlich die Bombentasche. Herzlichen Glückwunsch. Hätte jetzt schon Pfeil und Bogen haben können. Warst du aber nicht. Ich weiß. Weil ich nur einen Schlüssel eingesammelt habe, bevor ich da hochging. Und ich brauchte 2. Also jetzt wieder hier den Weg erneut gehen. Das ist ein Ärger. Naja, könnte schlimmer sein. Könnte alles sehr viel schlimmer sein. Oh, meine Katze ist hier. Der Spirit. Katze, die in Wahrheit ein Kater ist. So, und jetzt kommen wir hier lang weiter. Wie heißt mein Gefährte im Forum? Ich habe keinen RPG-Charakter. Oder meinst du Rico? Rico 55 heißt er. Du kannst ihm eine PM schreiben. Schreib einfach rein, du bist voll doof. Das ist doch die Wahrheit. Hier, ich habe auch einen Schüttelpenner. Ohne Flachsies. Oh, okay, bis gleich. Jetzt ist der sehr krasse Typ wieder kurz weg. Oh, jetzt habe ich noch ein Viertelherz. Aber zum Glück weiß ich dank dir ja, dass an der Stelle hier eine Fee ist. Ist ja richtig gut in dem Spiel. Ich hatte auch so noch eine Fee dabei, gestorben wäre ich sowieso nicht. Doch. Doch. Du bist 100 Pro gestorben. Kack-Fledermäuse sind so nervig. Jetzt mal endlich treffen. Du.
Na los, greif mich an. Oh Gott, damn it. Los, greif an. Komm schon. Greif wieder an. Mann, verdammt. Und tot. So, deine Arbeit ist getan. Sehr gut. Und herzlich willkommen zurück im Chat, die PN hatte. Was? Das ist eine persönliche Nachricht auf Zelda Europe, Riku. Oh, Tatsache. Und was steht drin? Du bist voll doof. Ich liebe dich. Ich liebe dich, sehr krasser Typ. Gnadenlos dem Riku die Wahrheit gesagt. Was sagst du dazu, Riku? Ich sag gar nichts. Oh, haben mir deine Gefühle verletzt. Ich faile lieber, während ich gegen Dodongo kämpfe. Ja, den habe ich gestern schon platt gemacht. Du hast ja auch 2,5 Stunden Vorsprung. Das, was drinstehen sollte. Ja. Warte mal, was steht da auf dem Schriftzug? Hier steht Tsuna davor. Kann man nicht lesen. Schade. Oh Mann, verliert Zeit. Das ist stark, Riku. Oh, Riku, jetzt hast du auch noch einen angebissenen Keks bekommen. Ja. Freust du dich? Seh dann, wer zuletzt lacht, wenn ich Ganondorf vor dir besiegt habe. Ja. Denk dran, dass du alle Sidequests machen musst, die ich mache. Ja. Du hast doch Dodongo garantiert mit Deku-Stäben gemacht, oder? Garantiert nicht. So, der ist jedenfalls besiegt. Aber genau welche Gultulas du jetzt gemacht hast und welche nicht, weiß ich nicht auswendig. Ja, da musst du wohl nachgucken. Genau. So, jetzt hier noch ein bisschen Backtracking betreiben, denn wir müssen hier in dem Dungeon einmal zurückgehen und noch was holen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass der Waldtempel mein Lieblingstempel in Ocarina of Time ist? Der ist so schön verworren. Wenn man sich nicht auskennt, dann muss man da schon mal ein bisschen länger suchen, bis man hat, was man braucht. Ist großartig, der Tempel. Ach, der Tempel ist einfach toll. So, hier die Truhe sollte ich nicht liegen lassen. Aber die Truhe hätten sie schöner gestalten können, die für einen Masterschlüssel. Die ist ein bisschen enttäuschend. Masterschlüssel sieht okay aus. Oh, hi, ihr beiden. Hallo, ist der unverwundbar? Spiel! Stirb! Und tot. So, hier rein und hallihallo. Und tschüss. Freut mich, dass es auch dein Lieblingstempel ist. Sehr krasser Typ. Der Nickname, sehr krasser Typ. Nicht nur durchschnittlich krass, sondern sehr krass.
Zumal der Tempel als Gesamtbild einfach wunderbar zusammenpasst. Er ist einfach wunderschön. Lass mich Shohan, Sohan, wie spricht man das aus? Sohan. Wie spricht man deinen Namen aus dem Forum aus? Sohan, Shohan. Ich schätze mal wie SCH. Hab mir den Account extra hierfür gemacht und keine Lust mir einen Namen auszudenken. Ja, okay. Und Sohan war schon vergeben. Shohan war schon vergeben. Und ja, Rico, du hattest leider recht. Sag ich doch. Sonst hätte man ja keinen Grund, den mit H zu schreiben. Weiß ich nicht, je nach Dialekt, wer weiß. Also ich weiß sowas nicht. Dein Chat hat aber einen krassen Delay. Das ist Twitch im Allgemeinen. Das ist ungefähr einen 20 Sekunden Delay. Daran kann ich nichts ändern. Alles 30 Sekunden später, okay. Naja, kann ich so oder so nichts dran drehen. Einzige, was wir machen könnten, beziehungsweise du, wäre den Stream neu zu laden und zu gucken, ob das irgendwas bringt. Aber da ich eh nicht mehr so lange streame, brauchen wir das jetzt auch nicht mehr machen. Aber ja, das mit dem Stream-Delay ist Twitch. Früher war es nicht so krass. Mal schnell mal hier das Auge auftauen. Könntest du ja alternativ auch andere Streaming-Dienste verwenden. Oh ja, genau. Ustream zum Beispiel. Ja, lass uns irgendeinen Müll nehmen anstatt Twitch. Ja, Twitch hat die Software umgeändert, als es mehr und mehr benutzt wurde. Das ist richtig. Und nicht bei jeder Änderung wird alles besser. Wo ist denn hier das Skulltolle, was ich hier höre? Ach, egal. Sammle ich irgendwann mal in einem Extra-Stream alle ein. Stiefel, pass auf, die Decke fällt herab. Wäre auch zu schön. Ja, komplett lagfrei. Das wäre schon geil. Geht aber leider nicht mehr. Beziehungsweise komplett 100% lagfrei gab's noch nie, aber naja, wurde halt mehr. Bitte machen. Lösen wir hier noch schnell das Puzzle-Schieberätsel, das so unendlich schwer ist. Das Geile ist, hier das Rätsel bestraft einen kein bisschen fürs Scheitern. Man kriegt einfach nur immer mehr Zeit. Der Stream ist ordentlich, das freut mich. Und einmal krassen Lag. Ich habe 35 verworfene Frames von ungefähr 3 Milliarden. Was dem Verdacht nahe liegt, dass der Lag bei dir lag, als es passiert ist.
Oder das waren die 35 alle auf einmal. Genau, das war ziemlich am Anfang des Streams oder so. Und ich glaube nicht, dass alle 35 Frames am Anfang verworfen wurden. Oh, geschafft. Skulltula? Nö, scheint nicht so. Und hier ist Nettie, der Geist, der heult, weil alle ihre Freunde tot sind. Es tut mir leid, ich werde dich auch töten. Du herzlos. Nee, 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 ich erlöse sie von ihrem Leid. Für die, die es nicht wissen, der Geist, der sich dreht, ist der Richtige. Wie erscheinen, einer dreht sich und der war's nicht, der war's. Nein. Nein, der. Boah, die Kamera hier, die regt mich gerade auf. Da regt mich auf. Ja, das ist die richtige. Und tot. Tote Geister, Sieb's Legend. Ja. Tote Geister. So, jetzt geht's hier runter. Noch ein bisschen Blöcke verschieben, ein bisschen Minecraft spielen oder so. Ein Schalter. Noch ein Schalter. Noch ein Schalter, wo sollte er sein? Da. Okay. Hi. Yay, Pfeile. Und was bietet dieser Raum hier noch? Ein goldenes Skulltula. Und noch Bauch. Du hast dir meine Stimme höher vorgestellt? Ja, kann sein, dass am Avatar liegt, aber ich mag Geraim einfach. Vielleicht hast du mich ja auch für jünger geschätzt. Das kann auch sein. Was? Ich kann... Das fährt automatisch durch? Was ein Schwachsinn! Ich gehe immer durch den Aufzug hoch und runter. Ich kann darin nicht mehr frei laufen. Was eine dämliche Erinnerung. Bilder. Okay, bisschen pixelig. Ich erkenne gar nichts auf den Bildern. Dann auf zum Boss. Und der Boss ist... Hm?
Reitendes Unheil, Phantom Ganon. Na los, komm schon. Verfehlt. Egal. Ja, ab zurück ins Bild mit dir. Ab zurück ins Bild mit dir. Der Boss ist geil. Ja, der geht schwer ab. Oha, zweite Phase. Ja, so viel schwerer ist. Ja, die ist so viel schwerer. Und die erste Phase schwerer als die zweite. Nö. Kannst du hier einen toten Winkel stellen, da trifft er dich nie mit der Elektroattacke. Ach Link, kannst du bitte einfach auf das Phantom ziehen, wenn du die Attacken zurückschlägst? Lol. Ist der schwächer gemacht worden? Kommt mir einfacher vor als auf dem N64. Dass ich wüsste. Jetzt macht der durchgehend seine dämliche Feuerwerksattacke, die man nicht abwehren kann. Ah, jetzt fliegt er wieder los. Was? So ein Ärger. Oh, dämliche Feuerwerksattacke. Und dämliche Feuerwerksattacke. So, und vielleicht habe ich ja jetzt gewonnen. Yep. Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint, dass du viel gelernt hast. Jedoch, du hast nur mein Phantom besiegt. Tritt zu meinem Ware nicht gegenüber, wirst du vernichtet. Ich werde die reitende Kreatur nun in die Tiefen der Dunkelheit verbannen, denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Außerdem werde ich dir einen Herzcontainer hinterlassen, damit du stärker wirst und... Das ist alles, damit du stärker wirst. Halle der Weisen. Nanu, wer ist das denn? Und warum guckt sie so bekifft, als hätte sie wieder heimlich zu viele Pilze genascht? Danke. Dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Ich bin Salia, die Weise des Waldtempels. Ich habe stets gewusst, dass du zu höherem berufen bist. Ich hege große Gefühle für dich. Doch es ist Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Du und ich, wir können nicht in derselben Welt leben. Nimm dieses Amulett an dich. Es ist genauso nutzlos wie das von Rauru.
Das Amulett des Waldes. Salia gibt dir das Amulett des Waldes. Ich werde immer deine Freundin sein. Oh, noch mehr Gelaber. Aber es ist grün und grün ist toll. Okay, das Amulett ist grün und toll und nutzlos. Sei gegrüßt, ich bin der Spross des Dekobaumes. Weil du und Salia den Flug vom Waldtempel genommen haben, kann ich wachsen und sprießen. Hab Dank. Hast du deine alten Freunde wiedergesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt daran, dass Kukiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorüber. Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist. Nun, du hast es sicher schon geahnt. Du bist kein Kukiri, du bist ein Lilianer. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Der Deku-Spross ist auch grün und toll. Aber nutzlos? Ja, der ist ziemlich nutzlos. Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine Dekade andauerte. Um diesen Krieg zu entkommen, gab eine junge Lilianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Als sich das Leben der Mutter dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekubaum an. Der Dekubaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Die Kukiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jenem Tag, dass sich die Prophezeiung erfüllte. Du bist Liliana. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Dein Schicksal. Nun hat es sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Du musst Hyrule vor dem Untergang bewahren. So sei es, Stiefel. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrule. Es war schon eine Überraschung zu erfahren, dass Salia eine der Weisen ist, nicht wahr, Stiefel? Woher Sheik das wohl weiß? Nun, dann lass uns mal zur Zitadelle der Zeit gehen. Jetzt nicht. Na, wie? Ich will noch eine Kleinigkeit machen. Dachte schon, du double times den ganzen Text. Kann ich auch machen, allerdings ist das schrecklich. Wer soll das schon hören können? Ja, gute Frage. Wieso kaut der Dekuspross auf seinem eigenen Ast? Vielleicht steht er auf Schmerzen. So, eine Kleinigkeit will ich noch machen, bevor ich den Livestream hier beende. Und zwar ist das... Schnell das Hühnchen nehmen. Rico, du bist so leise geworden. Ja, ich hab dich die Story-Passagen lesen lassen. Okay. Und zwar hier schnell Henny holen. Und, Henny! Hier ist dein alter Besitzer. Henny, was? Ich dachte nur, ein netter Mensch wie ich kann dich zähmen. Das bedeutet... Du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt. Ich vertraue dir. Tust du mir einen Gefallen? Bring dies hier zum Laden der Hexe Asa in Kakariko. Wow, das ist ja auf Zeit. Ah ja, an das Video denke ich nachher. Ich muss hier gerade was auf Zeit machen. An das Video denke ich, wenn ich es finde. Sonst wird es eine riesen Enttäuschung, wenn ich es gleich nicht finde. Aber ich soll es finden können. Das Video, ich seh's. Okay. Vollgas hier. Ah, ich kann hier mal die Herzen ausblenden. Ich bin ja in keinem Dungeon mehr.
Dass du auf Zeit spielst? Ah, okay. Oh ja. Du, 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 du. Hallo, tschüss. Dum, 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 dum. Ach ja, hier ist der Pilz. Ja, kannst du haben. Dum. Die Mutterpackung. Ah, die Mutterpackung ist nicht vergänglich. Gut. Vier Zuschauer nach Anzeige sind jetzt gerade da. Immerhin. Ja, ja, ich will ja nicht meckern. Man kann sich immer einbilden, dass es mehr sein sollten, aber dann kann man sich auch nochmal genau vor Augen führen, wie lange man schon streamt und sowas. Egal, machen wir noch schnell hier das Schusstraining. Denkst du sowieso, du könntest deine Stream-Ansagen noch ein paar Stunden früher am Tag machen? So irgendwann mittags. Ja, ja, ich bin ja am Besserwerden. So. Das wäre der große Köcher. Fällt mir gerade was ein, was ich noch schnell in Kakariko machen kann. Ansonsten speichere ich. Na, ich speichere dann. Und spiel morgen weiter. Na gut, dann mache ich auch nur noch die Sache hier fertig und mache dann Pause. Dementsprechend gehe ich jetzt mal schnell nach YouTube.